In this video you will learn the names of common vegetables in German. We will play each sentence two times for you in a slow and normal speed. Please like, comment and subscribe. Don't forget to check out the other videos. Vegetables. Vegetables are very healthy. Gemüse. Gemüse ist sehr gesund. Gemüse Gemüse ist sehr gesund. A tomato. The tomatoes are red. Eine Tomate. Die Tomaten sind rot. Eine Tomate. Die Tomaten sind rot. A carrot. Bunnies eat carrots. Eine Karotte. Kaninchen essen Karotten. Eine Karotte. Kaninchen essen Karotten. Potatoes. I like mashed potatoes. Kartoffeln. Ich mag Kartoffelpüree. Kartoffeln. Ich mag Kartoffelpüree. A mushroom. I found many mushrooms in the forest. Ein Pilz. Ich habe viele Pilze im Wald gefunden. Ein Pilz. Ich habe viele Pilze im Wald gefunden. A pepper? The peppers are red, yellow and green. Eine Paprika. Die Paprikaschoten sind rot, gelb und grün. Eine Paprika. Die Paprikaschoten sind rot, gelb und grün. A broccoli. My mom likes to eat broccoli. Ein Brokkoli. Meine Mutter isst gerne Brokkoli. Ein Brokkoli. Meine Mutter isst gerne Brokkoli. An Onion. Onions make you cry. Eine Zwiebel. Zwiebeln bringen dich zum Weinen. Eine Zwiebel. Zwiebeln bringen dich zum Weinen. Garlic. It might not smell great, but garlic is very healthy. Knoblauch. Er riecht vielleicht nicht gut, aber Knoblauch ist sehr gesund. Knoblauch. Er riecht vielleicht nicht gut, aber Knoblauch ist sehr gesund. Korn. Corn is very sweet. Mais. Mais ist sehr süß. Mais. Mais ist sehr süß. A cucumber. More than 70% of cucumber is water. Eine Gurke. Gurken bestehen zu mehr als 70% aus Wasser. Eine Gurke. Gurken bestehen zu mehr als 70 Prozent aus Wasser. A kale. kale. is a wonderful source of vitamins. Ein Grünkohl. Grünkohl ist eine wunderbare Quelle für Vitamine. Ein Grünkohl. Grünkohl ist eine wunderbare Quelle für Vitamine. Ginger. Ginger has very strong taste. Ingwer. Ingwer hat einen sehr starken Geschmack. Ingwer. Ingwer hat einen sehr starken Geschmack. Beans Eating beans can help boost your energy. Ein Meerrettich Mit Meerrettich können Sie Ihrem Essen einen ganz neuen Geschmack verleihen. Ein Meerrettich mit Meerrettich können Sie Ihrem Essen einen ganz neuen Geschmack verleihen. Vegetables. Vegetables are very healthy. Gemüse. Gemüse ist sehr gesund. Gemüse. Gemüse ist sehr gesund. a tomato The tomatoes are red Eine Tomate Die Tomaten sind rot Eine Tomate Die Tomaten sind rot a carrot Bunnies eat carrots Eine Karotte Kaninchen essen Karotten. Eine Karotte. Kaninchen essen Karotten. Potatoes. I like mashed potatoes. Kartoffeln. Ich mag Kartoffelpüree. Kartoffeln. Ich mag Kartoffelpüree. A mushroom. I found many mushrooms in the forest. Ein Pilz. Ich habe viele Pilze im Wald gefunden. Ein Pilz. Ich habe viele Pilze im Wald gefunden. A pepper? The peppers are red, yellow and green. Eine Paprika. Die Paprikaschoten sind rot, gelb und grün. Eine Paprika. Die Paprikaschoten sind rot, gelb und grün. a broccoli My mom likes to eat broccoli Ein Brokkoli Meine Mutter is gerne Brokkoli Ein Brokkoli Meine Mutter is gerne Brokkoli An onion Onions make you cry Eine Zwiebel. Zwiebeln bringen dich zum Weinen. Eine Zwiebel. Zwiebeln bringen dich zum Weinen. Garlic. It might not smell great, but garlic is very healthy. Knoblauch. Er riecht vielleicht nicht gut, aber Knoblauch ist sehr gesund. Knoblauch. Er riecht vielleicht nicht gut, aber Knoblauch ist sehr gesund. Korn. Corn is very sweet. Mais. Mais ist sehr süß. Mais. Mais ist sehr süß. A cucumber. More than 70% of cucumber is water. Eine Gurke. Gurken bestehen zu mehr als 70% aus Wasser. Eine Gurke. Gurken bestehen zu mehr als 70 Prozent aus Wasser. A Kale. Kale is a wonderful source of vitamins. Ein Grünkohl. Grünkohl ist eine wunderbare Quelle für Vitamine. Ein Grünkohl. Grünkohl ist eine wunderbare Quelle für Vitamine. Ginger. Ginger has very strong taste. Ingwer. Ingwer hat einen sehr starken Geschmack. Ingwer Ingwer hat einen sehr starken Geschmack. Beans. Eating beans can help boost your energy. Ein Meerrettich. Mit Meerrettich können Sie Ihrem Essen einen ganz neuen Geschmack verleihen. Ein Meerrettich. Mit Meerrettich können Sie Ihrem Essen einen ganz neuen Geschmack verleihen. Vegetables. Vegetables are very healthy. Gemüse. Gemüse ist sehr gesund. Gemüse. Gemüse ist sehr gesund. a tomato The tomatoes are red Eine Tomate Die Tomaten sind rot Eine Tomate Die Tomaten sind rot a carrot Bunnies eat carrots Eine Karotte Kaninchen essen Karotten. Eine Karotte. Kaninchen essen Karotten. Potatoes. I like mashed potatoes. Kartoffeln. Ich mag Kartoffelpüree. Kartoffeln. Ich mag Kartoffelpüree. A mushroom. I found many mushrooms in the forest. Ein Pilz. Ich habe viele Pilze im Wald gefunden. Ein Pilz. Ich habe viele Pilze im Wald gefunden. A pepper? The peppers are red, yellow and green. Eine Paprika. Die Paprikaschoten sind rot, gelb und grün. Eine Paprika. Die Paprikaschoten sind rot, gelb und grün. a broccoli My mom likes to eat broccoli Ein Brokkoli Meine Mutter is gerne Brokkoli Ein Brokkoli Meine Mutter is gerne Brokkoli An onion Onions make you cry Eine Zwiebel. Zwiebeln bringen dich zum Weinen. Eine Zwiebel. Zwiebeln bringen dich zum Weinen. Garlic. It might not smell great, but garlic is very healthy. Knoblauch. Er riecht vielleicht nicht gut, aber Knoblauch ist sehr gesund. Knoblauch. Er riecht vielleicht nicht gut, aber Knoblauch ist sehr gesund. Korn. Corn is very sweet. Mais. Mais ist sehr süß. Mais. Mais ist sehr süß. A cucumber. More than 70% of cucumber is water. Eine Gurke. Gurken bestehen zu mehr als 70% aus Wasser. Eine Gurke. Gurken bestehen zu mehr als 70 Prozent aus Wasser. A Kale. Kale is a wonderful source of vitamins. Ein Grünkohl. Grünkohl ist eine wunderbare Quelle für Vitamine. Ein Grünkohl. Grünkohl ist eine wunderbare Quelle für Vitamine. Ginger. Ginger has very strong taste. Ingwer. Ingwer hat einen sehr starken Geschmack. Ingra. Ingwer hat einen sehr starken Geschmack. Beans Eating beans can help boost your energy. Ein Meerrettich Mit Meerrettich können Sie Ihrem Essen einen ganz neuen Geschmack verleihen. Ein Meerrettich mit Meerrettich können Sie Ihrem Essen einen ganz neuen Geschmack verleihen. Don't forget to check out the other videos. Please like, comment and subscribe.